Punta Palacia mit seinem Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert ist ein der bedeutendsten Symbole in Otrantos Landschaft. Es ist der engste Punkt des Kanals von Otranto, wo Adria und Ionisches Meer sich auf eine wunderliche Art treffen. Auf der Küstenstraße, die von Porto Badisco nach Otranto führt, findet man einen langen Fußweg, der einen zum hoheitsvollen Leuchtturm bringt. Der Leuchtturm zählt zu den 161 schönsten Leuchttürmen Italiens und ist einer von 5 von der europäischen anerkannten schützenswerten Leuchttürmen im Mittelmeer. Capo d'Otranto, wie aus den nautischen Karten hervorgeht, wird der östliche Punkt Italiens genannt, sowie Treffpunkt zweier Meere, Szenerie von zahlreichen Geschichten und Legenden. Ein Fleckchen Paradies, völlig von Macchia Mediterranea umgeben, die die Schroffheit der Steilküste erweicht und diesem Ort eine poetische Farbharmonie mit dem blauen Meer verleiht.